technische Themen erforschen, physikalische Gesetze einfach verstehen, erneuerbare Energien kennenlernen und erste Erfahrungen mit Robotern erleben. All das kann abseits von trockener Theorie auch Spaß machen, zum Beispiel dank Konstruktionsbaukästen. Ein Traditionshersteller solcher Bausteine sitzt im baden-württembergischen Waldachtal und ist ein Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe Fischer. Was 1965 bei Fischer Technik als Weihnachtsgeschenk entwickelt wurde, begeistert seit über einem halben Jahrhundert Bastler jeden Alters. Der Grundstein ist derselbe geblieben, wie Vertriebsleiter Marc Schrag weiß. Die Grundlage unseres Baukastensystems bildet unser Grundbaustein, ja, der an allen Seiten anbaufähig ist, ja, über ein System bestehend aus einem Zapfen und einer Nut. Ja. Wir haben einen Formschluss, was das System extrem stabil macht. Dieses System ist seit über 50 Jahren dasselbe. Das bedeutet, dass wir die Möglichkeit schaffen, hier auch Generationen miteinander zu verbinden. Die Baukästen, die der Papa bzw. der Opa oder die Oma ja, schon bei sich eingesetzt hatten, kann ich problemlos mit den heutigen Baukästen kombinieren. Das Unternehmen erkannte schnell, dass das System mehr sein kann als nur Spielzeug. Immer dem Zeitgeist entsprechend entstanden neue Baukästen und ermöglichten es, Kindern jeden Alters Technik spielerisch zu erleben, zu begreifen und selbst zu gestalten. Eine ideale Ergänzung zum theoretischen Lernen, gerade in einer Zeit, in der Technologie im Alltag sowie im Berufsleben immer präsenter wird. Wir haben bei uns unterschiedlichste Baukästen im Sortiment, die alle miteinander kompatibel sind. Ja. Wir haben verschiedene Altersklassen, die wir ansprechen. Fischer Technik beginnt ab 3 Jahren, sage ich jetzt mal. Ja, das sind unsere Einsteigerbaukästen, werden dann technisch immer anspruchsvoller. Ja. Die verschiedenen Baukästen sind dann alle miteinander kompatibel. Das bedeutet, die Kinder können mit dem System wachsen. Das Unternehmen ist ein Hersteller made in Germany. Von der Entwicklung bis zur Produktion der Produkte findet noch immer alles in Deutschland statt. Bereits bei der Entwicklung wird darauf geachtet, junge Menschen für MINT-Themen zu begeistern. Hier spürt der Hersteller die Herausforderungen der Gegenwart. Deutschland diskutiert seit Jahren über das Thema Fachkräftemangel, was zweifelsohne auch ein großes Thema momentan hier im Lande ist. Besonders zu sprechen kommen wir hier auf das Thema MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, welche im Schul- und Ausbildungsbereich einen gewissen Stellenwert eingenommen haben, ja, aber unserer Meinung nach bisher noch sehr abstrakt oder generell sehr abstrakt behandelt werden. Mit unserem Baukastensystem bringen wir die MINT-Themen spielerisch zum einen in das Kinderzimmer, in die Schulen und Ausbildungen sowie später auch in die Industrieunternehmen in der Ausbildung der Fachkräfte. Dass der Fachkräftemangel ein akutes Problem ist, spüren besonders Unternehmen im IT- und Hightech-Bereich. Die Förderung der MINT-Fächer in der Schule hilft, diesem Umstand entgegenzuwirken. Einige Bundesländer haben die Bedeutung der MINT-Fächer erkannt und statten ihre Schulen verstärkt mit Lehrmaterial und entsprechend geschulten Lehrkräften aus. Das Baukastensystem ist dabei ein beliebtes und passendes Lehrmittel bei Lehrern, Dozenten und Ausbildern. Spezielle Baukästen und Lehrmaterialien angepasst an aktuell gültige Lehrpläne und Schulstufen ergänzen den Unterricht optimal. Stefan Kallhoch sieht den Erfolg in der Praxis. Ich habe das Gefühl, das Schulsystem funktioniert sehr, sehr gut im Bereich Mathe. Es funktioniert auch sehr, sehr gut im Bereich Naturwissenschaften. Wo wir eklatante Defizite haben, ist tatsächlich Informatik und Technik im Schulbereich. Und da helfen genau diese Baukästen super. Also Technik tatsächlich, Mechanik, Elektromechanik im Sinne von Statik, Dynamik, Elektromechanik. Und dann natürlich, um das Ganze zu steuern oder auch zu messen, Regelkreisläufe zu entwickeln. Da kommt dann die Informatik, also Programmieren, Sensorauswertung, Aktoren ansteuern. Das lernen die alles spielerisch. Und wenn die es nachher in der Schule kriegen, dann haben die auch natürlich eine ganz andere Motivation, das zu erfassen, weil sie die Probleme kennen, die sie mit den Lösungswegen, die die Schule aufzeigt, dann auch lösen können. Zusätzlich zum Regelunterricht werden bundesweit sogenannte Technik- oder Robotik-Arbeitsgemeinschaften, kurz AGs, angeboten. Hier können sich Schülerinnen und Schüler frei vom Unterrichtsalltag, Leistungsdruck und Bewertungen selbstständig und spielerisch mit MINT-Themen beschäftigen. Seit 2014 bietet Stefan Kallhoch und sein Team an Schulen diese freiwilligen Kurse an.
Das Interesse an den AGs ist riesig und wurde bereits an über 85 Schulen umgesetzt. Der beste Beweis für den Erfolg? Rund 1500 Schüler begeisterten sich bereits für die Projekte und können oftmals nicht abwarten, dass es weitergeht. Den Schlüssel zum Erfolg der AGs sieht Stefan Kallauch in der Freiwilligkeit und der Freiheit von Lehrplänen. Die Kinder erhalten ein buntes Buffet an Bausteinen, mit denen sie frei experimentieren und konstruieren können. Das Angebot aus 20.000 bis 30.000 Bausteinen lässt nahezu alles zu. Die einzige Grenze setzt die Kreativität und Fantasie. Aber es entsteht auch mal ein autonom fahrendes Auto oder eine Drohne. Das Prinzip des spielerischen Lernens funktioniert aber nicht nur in Kinderzimmern, Kindergärten und Schulen. Auch junge Erwachsene profitieren vom praktischen Umgang mit der Technik anhand großer Trainingsmodelle von Fischertechnik. In seiner Lehrwerkstatt führt Michael Zanker, technischer Ausbildungsleiter, die Auszubildenden an Themen wie Elektrotechnik, Mechanik und Industrie 4.0 ran. Die Azubis durchlaufen bei mir eine Grundausbildung. Und hier an diesem Projekt kommen wir dann ins zweite Ausbildungsjahr. Hier lernen wir nicht nur virtuell am CAD die Schaltpläne zu erstellen, sondern wir erstellen die Schaltpläne und dann können sie es hier gleich in die Tat umsetzen. Auch die Digitalisierung ist aus keinem Betrieb mehr wegzudenken. Um Themen wie Vernetzung und intelligenten Informationsfluss greifbar in die Ausbildungen, Berufsschulen und Universitäten zu bringen, wurde die Lernfabrik 4.0 entwickelt. Diese praktische Lernumgebung simuliert alle relevanten Industrieprozesse, von der Bestellung über die Produktion bis hin zur Auslieferung. Ausgestattet mit zahlreichen Sensoren, Aktoren und einer Cloud-Anbindung macht das Modell ein realitätsnahes, praktisches Lernen und Trainieren möglich. Für den Ausbilder ein entscheidender Lernvorteil. Meine Erfahrung ist es, die jungen Menschen, die Schüler, die Azubis möchten etwas in der Hand halten, nicht virtuell arbeiten. Ja. Auf dem Bildschirm haben sie in der Schule, ja, aber wenn sie was vor sich sehen, haben was sich bewegt, ja, dann ist es für sie viel einprägsamer. Digitalisierung und innovative Technologien verändern wie nie zuvor, welche Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen in Zukunft erwartet werden. Um diese Herausforderungen zu meistern, ist und bleibt MINT ein wichtiges Thema, denn Kinder haben von Natur aus keine Ängste und keine Berührungsängste. Wenn sie die auf die Technik loslassen, dann haben in erster Linie die Betreuer die Ängste, dass die was kaputt machen oder der Lehrer. Okay, ihr müsst es jetzt so machen, wie ich mache. Die Kinder haben keine Berührungsängste. Der spielerische Ansatz hat hier den Vorteil, wir arbeiten mit Material, wo man die Kinder auch loslassen kann, wo sie draufgehen können. Und wenn tatsächlich mal was kaputt gehen sollte, dann geht es halt kaputt. Es geht in der realen Welt auch kaputt. Und die Ingenieure in der Entwicklung, die machen auch extrem viel kaputt, bis sie ein Produkt so weit fertig haben, dass es vielleicht nicht mehr so leicht kaputt geht. Das gehört dazu, dieses Ausprobieren und auch zu scheitern und dann wieder aufzustehen und weiterzumachen. Das ist ganz, ganz wichtig bei Entwicklungsprozessen, bei Lernprozessen, aber auch bei Produktentwicklungsprozessen. Und das kann man nicht früh genug kennenlernen, dass, wenn was nicht funktioniert, es nicht falsch ist, sondern dass ich in erster Linie was gelernt habe, nämlich wie es nicht funktioniert. In einer immer komplexeren Welt ist und bleibt Bildung das höchste Gut. Umso wichtiger ist es, auch unsere Jüngsten rechtzeitig an Zukunftsthemen heranzuführen und Ängste gar nicht erst entstehen zu lassen. Und das gelingt am besten ganz spielerisch.